Das ist so mein Sitzplatz gerade vor dem Heizöfchen oder vor dem Heizlüfter hier. Das Ding ist, ich brauche aktuell bei diesen niedrigen Temperaturen, wir haben minus 5, minus 10 Grad, Schnee und Eis draußen, brauche ich knappe 4 Stunden, bis ich mein Studio auf gute 19 bis 21 Grad aufgeheizt habe. Ich habe zwar, um nicht in ungeahnte Tiefen, was Temperatur angeht, zu fallen, die Infrarotheizung hier. Das heißt, die heizt ja die Oberflächen so weit auf, dass ich da keine Probleme habe, dass da irgendwo was friert hier drin. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja noch in einem ungeheizten Raum, wenn du das so willst. Das heißt, hier ist ja geplant, dass der Kamin und der Ofen noch reinkommt. Das heißt, ich habe so geplant, dass wahrscheinlich auch ein Pelletofen reinkommt. Das heißt, ich kann ohne Holz anmachen, Feuer anmachen oder sowas hier schnell aufheizen, auch ohne dass ich da bin, funktioniert das automatisch. Ist gar kein Thema. Das Gebäude, in dem ich hier bin, ist einfach ungedämmt. Ist auch kein Wohnraum in dem Sinn, deswegen auch reines Studio. Aber wie gesagt, das steht alles an, kann nur im Moment mit den Temperaturen draußen, kann ich das so nicht machen, funktioniert gerade nicht. Und das bringt mich in die Situation, weil ich aktuell nur halbe Tage planen kann mit Content, dass ich im Moment ungewollt Content-Pause habe, weil ich nicht so produzieren kann in der Zeit, in der ich das machen will. Weil ich nicht 4 Stunden vorheizen kann, irgendwie, wenn ich nicht da bin und dann ins warme Studio komme. Das ist im Moment, hält mich das ungewollt zurück. Und ich will es dir einfach transparent sagen. Das ist der Grund. Es gibt keinen anderen, warum hier gerade so wenig Content kommt. Ich würde super gerne, ich würde am liebsten morgens um 5 Uhr hier schon im Studio sein und dir dann Content produzieren, alles zusammenschneiden und fertig machen. Schneiden geht zu Hause, aber produzieren muss ich hier unten. Hier ist alles. Und ja, das ist so im Moment der Hauptgrund. Es nervt mich selbst. Ich weiß, dass einige von euch sich auch mehr Content wünschen. Das kommt. Das kommt ganz sicher bald wieder. Ich hoffe, dass es nur noch diese Woche ist, wo ich so ein bisschen Auszeit mache, ungewollt, wie gesagt. Aber drumherum gibt es auch super viel zu planen. Ende Februar bin ich auf einer großen Developer Conference in Amsterdam mit 3D-Druckern, zeige es dort, mache dort an beiden Tagen 1 Stunde Workshop jeweils. Es laufen super große Aufträge gerade an, auch im Bereich 3D-Druck. Dieses Jahr wird da richtig cool. Es läuft drumherum einfach viel. Ich meine, ich bin ja selbstständig, ich habe meine Firma hier, aber das Grundrauschen wird durch den Job verursacht. Das heißt, der muss ja auch noch Zeit finden. Und da will ich auch die Zeit geben, dass das alles zusammenpasst. Solange ihr 100.000 Freunde nicht findet, die hier den Kanal abonnieren, läuft es halt noch so, dass da ein Grundrauschen her muss. Das ist logisch. Genau. Und ich will dir einfach nur ganz transparentes Update dazu geben, damit du weißt, woran du bist bei mir. Das ist mir wichtig. Und ich glaube, das macht es auch ein bisschen einfacher, meine Pause zu machen, wenn ich dir einfach ganz offen sagen kann, woran es liegt. Sonst mache ich mir das auch. Ich mache mir jeden Tag Gedanken darum und will produzieren. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut.